Aber ich glaube, der wird jetzt zu hoch, oder? Der Das musst du Steg. entscheiden. Du bist der Baumeister. Dann werden die Ja, Schritte das nachher nur ist. größer. Ja, das. Doch, der ist zu hoch. Können wir hier nicht noch um 1 erhöhen. Nachzucht. Ey. Zuchtmeister. Ja, ne? Zucht und Ordnung. Jetzt kommt das scheiß Feder hoch. Nein! Was denn? Ich hab vergessen zuzumachen. Naja. Los, kommt hier rein. Na, die Schweine, die da brauchst du ja Karotten. Ja gut, aber ich meine, egal. Ob ein, zwei weniger. Die Kuh da draußen kann ich mich jetzt schon umbringen. Da ist Leder. Na gut, Leder. Ey, guck mal, eine Breakdance-Kuh. Genau. Und stirbt. Hast gesehen, dass sie sich da umgedreht hatte? Das, glaube ich, passiert automatisch, ne? Wenn, Wenn die auf so Halbsteinen, auf so genau. Halbsachen stehen. Tötest du gerade unsere Kühe? Ja, ich wär an die Haut. Du Sie willst hat den nicht mal ans Leder. Leder abgeschmissen. Was ist Ja, los? wollte ich gerade sagen, nicht alle schmeißen Leder ab. So, haben wir hier oben noch Eisen drin? Jawohl. Ich brauche nämlich wieder eine Axt oder habe ich noch eine im Inventar? Nee. Oh Gott, wie viele Steine haben wir hier? Nee. Da, zum Dings. Ja, manchmal bin ich etwas verwirrt. Ich merke schon. Ist ja nicht so schlimm, ich auch. Hui, hui. So, Eisen wieder zurück. Und wie viel Kohle wir hier haben. Geil. So, dann wird jetzt weitergebaut, weiter. Ich bin mal auf der Suche nach ein paar fremden Kühen. Jetzt geht das doch, jetzt geht er fremd. Genau, mit fremden Kühen. Na, ob die das so gerne mögen, Das werden sie wenn du mögen. fremd gehst. Du betrügst sie. Nein. Guck Solange sie mal, lustig ist, ach, kann bist sie du nicht. jetzt weit weg? Ja. Sonst Ja, hätte ich sagen. mal gerne deine Meinung gehört. Ich bin jetzt wirklich weit weg. Ich bin jetzt bei Z Nein. 1150, 60. Damit du eine Vorstellung Aber hast, wie. wenn du wiederkommst, kannst du mir mal deine Meinung sagen. Mache ich. Und ich habe keine Zäune mehr. Nein! Nein, wir gucken hier die Erfahrung her. Geil. So. Das Problem ist bloß, dass ich hier auf den Halbslabs keine Zäune setzen kann. Halbslaps? Ach so, ja. Also Ja. Halbsla auf den Slabs insgesamt keine Zäune setzen kann. Das ist ein Die bisschen Halbblöcke. doof. Ja. Naja. Ach nee, ich habe hier doch noch Zäune. Kein bisschen Zivilisation hier, gibt's doch nicht. Ein Dorf hatten wir bis jetzt auch noch nicht gefunden, ne? Nee, deswegen wollte ich ja gerne auf die 1.8, weil da eben auch nochmal der Map Generator ein anderer ist. Ach so. Was haben Sie bei 1.8.1 eigentlich geändert? Weißt du das zufällig? Nee, leider nicht. Nicht so wirklich. Lieber so hier. So. Viel zu viel Winter hier. Gibt's doch nicht. Ah, sieht, was im Hintergrund läuft, mag ich. Was hörst du das?
Ja, das ist von nicht sagen, David Guetta. Weiß ich nicht von wem das ist. Das ist ja cool. Also, wenn ich irgendwie LPs mache, das hört man nie im Hintergrund. Also ich höre gerade die Musik im Hintergrund. Nicht, dass du nachher Probleme mit der GEMA bekommst, ja? Ach Ja, so, wenn, dann würdest du ist mal es so ja lieb meistens sein? ganz leise. Würdest du mal so lieb sein, ins Bett zu gehen? Ach so. Weil bin hier gerade definitiv hilflos. So, und dann will ich jetzt mal mir ganz kurz diese 100.000 irgendwie, mich juckt's gerade doch in den Fingern, was die da so lange diese 100.000 Nachrichten hin und her schreiben. Das heißt jetzt was? Dass ich mal mir gerade. Willst du jetzt wirklich in LP AFK gehen? So wichtig kann es gar nicht sein. Okay. Okay, das ist viel zu viel, um das jetzt innerhalb einer Minute durchzulesen. Siehst du? Alter, die haben die gekriegt. Also im Schluss halt jetzt Nico und naja Okay. und ja, Alter, die haben echt Langeweile. Die haben mal Langeweile. Das sagen die richtigen Wahr, die Minecraft spielen. Wieso? Naja, stundenlang vorm Rechner. Na, was heißt stundenlang? Wir haben erst ungefähr eine Stunde. Ja, das stimmt auch wieder. Oder? Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Na, vorhin als bei Skype war es ungefähr eine Stunde. Ja. Ach, Mann, falsche Taste. So, hier noch weg. Hier, das muss auch noch weg. Und jetzt kommt der hier. So, das müsste. Schade, ich würde so gern auch die Zäune eben auf die Halbslabs setzen. Das Ah. sehe noch ein bisschen besser aus. Gut, aber dafür sieht es dann ein bisschen doof aus, ne, wenn es in der Luft schwebt. Ja. Na, und dass ja dann so ein Zaun auf der halben Höhe wäre. Das wäre eben cool. Aber gut. Was denn? Ach so, gut. Aber gut, ist halt nicht so implementiert. Nee. Ich guck mir ja bei mir im Theater am Donnerstag noch vor, also vor Weihnachten, ich muss ja Freitag und letztes Tag arbeiten, Okay. noch ein Stück an. Sisor ist ein Tanztheater. Okay. Mal schauen. Ich denke, das wird ganz gut. Für Mitarbeiter hatten das Theater jetzt feste Mitarbeiter. Feste Mitarbeiter, also das ist ja im Prinzip einmal selber die Behindertenwerkstatt, wo eben Teil der Behinderten selber auch schauspielert. Also nicht alle, aber eben ein Teil. Okay. Und eben dann, wenn du Techniker und so weiter mitziehst, Verwaltung, also wir kommen schon insgesamt auf 100 Mann. Echt so viele, ja? Ja. Sind doch einige. Ja, und ich finde es einfach, die haben da, ich krieg das ja mit, also dadurch, ich krieg das ja jeden Tag mit und so, also die haben dort echt ihren Lebenstraum, also viele, die sind voller Begeisterung, Enthusiasmus mit dabei Ja, und bei so es einem kleinen macht auch, Theater, wie sehr bitte? famili bei so einem kleinen Fa Theater ist es dann auch sehr familiär, ne? Genau, und das macht denen richtig Spaß. Es macht auch selber dort Spaß zu arbeiten und ja, also ich finde es einfach toll und wenn ich dann später arbeite, möchte ich auch das gerne weiter unterstützen, dass ich dann monatlich dann spende dorthin. Okay, auch nicht schlecht.
Oh, jetzt haben sie sich irgendwie wahrscheinlich gerade so richtig eingeschossen. Es kommt der eine Nachricht nach der anderen. Echt so schlimm? Gerade, also richtig schlimm. Wahrscheinlich machen Nico und Eddie mit. Also Eddie und sein Auto und dann. Ah, das 103 war Nachrichten, ich sehe schon. ja. So, ich würde ja gerne mal wissen, was du davon hältst, aber du bist halt weit entfernt, Ja, nicht? ich kann ja meine Koordinaten mal sagen, wenn du es wissen willst. Naja, was bringt mir ja nichts. Du kannst aber so ungefähr sehen, wie weit ich weg von dir bin. Das Einzige, also was mir nicht so gefällt, ist hier dieser der Einstieg. Also das, da müsste man. Ja, das ist schon besser. Ja, das gefällt mir schon wesentlich besser. Ja, ich versuche, also klar, realistisch kann man es nicht bauen, aber irgendwie, ich versuche das schon so ein bisschen auch, Das reicht dass ja schon, das. wenn du so baust, dass du selber damit zufrieden bist, Mensch. Ja, versuche ich ja. Siehst du. Besser als das kannst du gar nicht bauen. Habe ich noch. Nee, Stickies nicht. Zäune sind. Zäune wäre, glaube ich, ganz gut. Dann muss man hier auch noch Zäune drunter setzen. Zumindest unter die Ecken. Ey, Schafe gibt es wie Sand am Meer, bloß keine Kühe. Schafe, Schafe, Schafe! Bin aber nicht so scharf auf Schafe. Ich Ich habe muss mal scharf sagen. gegessen, also ich finde scharf Ja, es schmeckt schmeckt. eigentlich gar nicht so Siehst du schlecht. das? Ich habe auch schon Ja, mal ich krieg Pferd. keine Luft mehr. Ich habe auch schon mal Pferd gegessen, also das stimmt. Hab ich ehrlich gesagt noch nicht gegessen. Weiß ich nicht, traue ich mich nicht ran. Das, ja, ich meine. Endeffekt ist alles, was jetzt nicht giftig ist, probiere ich einfach mal, weißt du? Ich meine, so, sonst hätte ich dir ja die Froschschenkel auch nicht gegessen. Ja, klar. Aber Froschschenkel schmeckt auch eher nach Hühnchen. Ja, hast du schon gesagt. Und was war noch? Garnele. Garnelen schmeckt wie, weiß nicht, Garnele, ist Nee. doch fischig. Naja, hast du gesagt, schmeckt wie Froschschenkel und Garnele. Und dann war ich doch noch Ach so, hier ein mit. bisschen. Ja, gut, ich meine, Froschschenkel schmecken ja aufgrund der Natur des Fisches, des Amphibiens, genau. Ein bisschen fischig, ne? Ein Naja. bisschen Na, und salzig. da dann hat man doch auch in der WhatsApp-Gruppe. Was war zuerst da? Der Frosch oder die Garnele? Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee, leider nicht. Alzheimer. Ja. Was dagegen? Willst du dich jetzt mal über meine Krankheit witzig machen? Natürlich. Ah, wie sagt man, Gott bestraft diese kleinen Sünden sofort. Vor allem, jetzt habe ich hier falsch gesetzt. Nein, und vor allem im Wasser kann man das immer so schlecht wegmachen. Dafür habe ich dir doch diese kleinen Dinger da gegeben. Ich bin im Wasser, ich muss unter Wasser was machen. Ach, das ist schlecht. Oh, Mist, jetzt ertrinke ich wieder. Kakao. Kakao könnte ich mal mitbringen, wa? Ja, Kakaobohnen wäre auch was Gutes. Da braucht man dann Holz, ein Tropenholz, glaube ich. Truppenholz komme ich ran. Bin jetzt gerade in der Truppe. Da Ah, müssen wir ein paar gut. Truppenbäume bauen. Wir könnten eigentlich auch mal eine Art Baumfarm aufmachen. Also wir pflanzen die ja jetzt immer nur wild durch die Gegend, dass wir so richtig irgendwie kleine Quadrate abgrenzen und dann halt so eine Försterei oder sowas bauen. Ich habe nicht mal eine Also Ahnung. nur so.